Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Undertale. Nachdem ich die letzten Tage sehr viel mit dem Produzieren der letzten Folge, aka Undertale, das passiert sonst die ganze Zeit meinem Bruder, der hat mich jetzt damit angesteckt, Undyne und Undertale zu verwechseln. Undyne Bosskampf gab's. Und da hatte ich Probleme. Oh, hallo. Oh, there you are. You ugly little creature. You have made quite a name for yourself. Er sagt, ich bin hässlich. Ich bin ein Walross. Walrosse sind wunderschön. Das ist infamy. I'm impressed. Oh, yes, if your look itself is not good. Well, you are busy doing your, thing. Auf Deutsch, die 4 Tage, die du gegen Undyne gekämpft hast, ist ganz schön scheiße. She was running around evacuating people to safety. Now they are all in a place where you'll never get to them. Deciding not to fight you, my, she really is the smart one, isn't she? Halt die Fresse, ich bin dumm. Oh, okay. You're just itching to get your hands on me, aren't you? Well, too bad. This world needs stars more than it needs corpses. Toodles. Metaton ist feige und flüchtet. Es gibt 40 Gegner hier in Hotland, die weg müssen und... ja. Ich hoffe, ich begegne davon einen. Da sind... da ist der Erste. Die Geräusche. Mach noch mehr. Die Musik. Noch ein Encounter hier in dem Raum, bitte. Vorher gehe ich hier nicht raus. Und die ist ganz anders. Nein, nicht. Mann, der Feldmann ist Lava Room 39 Level. Ihm wieder nur einer. Oh, der überlebt das. Und bewirkt mit Atombomben. Und er stürzt ab. Hier ist gar nichts, oder? Warte, da ging's runter. Da war ich im Pazifik zuhandig. Die ist vermutlich eine stärkere Waffe, als ich im Moment habe. So ein Angriff. Ja, das ist besser als Wanne. Alter, die Hunde sind verstört. Ich bin gerade ein bisschen später, ich habe kurz hier Licht angemacht und habe mein Hunde gegeben. Eigentlich wollte ich auch was anderes machen, aber leider hatten sie das gleiche noch Lord Eckels Item. Komplett wichtig. Endboss sehr wichtig hier.
Und ja, das finde ich in Elvis Labor. Das Besondere an diesem Highlight ist, dass es immer unterschiedlich viel heilt. In einem normalen Kampf wert ihr es wäre. Wären es nur 4 KP. Das war scheiße. Während es auf der Overworld 15 und in einem richtigen Bosskampf 90 sind. Und deswegen ist es so gut beim Genocide End Boss. Und das finde ich in Elfes Kühlschrank. Was hiervon könnte ein Kühlschrank sein? Nein, das hier ist ein normaler Schrank. Ja, Kleiderschrank. Hier. Ich habe die Instant Noodles. Und die habe ich auch gesucht. Ja. Dann weiter. Auf die neue Waffe muss ich jetzt natürlich erstmal klarkommen, vor allem durch den Online-Kampf war ich natürlich sehr die alte gewohnt. Alter, dieses Geräusch von den Wolken. Oh, diesmal keine Atombomben. Und allgemein keine Videoschau. Und ein Level steigt auf. Jetzt habe ich noch mehr Leben, die ich hier gleich mal füllen kann. Sehr schön. Jetzt müsste ich irgendwie 67 oder so haben. Was im Online-Kampf schon besser gewesen wäre und mir einiges erleichtert hätte. Hotlight wird allgemein ein bisschen lame, denn allgemein alle Rätsel sind deaktiviert. Das sieht man hier, denke ich, auch. Hier das Tor ist auch einfach off. Oh, das wusste ich nicht mehr. You're here. Keine Ahnung. Ich hab die Stimme nicht mehr im Kopf. She's like under the wheel arrange you. Die wollen an dein Recht. 900. One year. Hab grad gar keinen Schaden. 220. Nee. Also, dass hier irgendwas macht. Ja, Matt hat dann auch keinen Bock. Das wird natürlich dann am Ende wieder. Und hier. Ein sehr großes Gegrinde. Ich habe immerhin fast ein Viertel schon geschafft. Und damit bin ich bei den Aufzügen. Ach, ich kann überall hin. Warte mal, da ist was. Eigentlich sogar schon das Ziel. Kann ich ernsthaft hier in so 10 Minuten? Ja, ich kann in 10 Minuten durch Hotline durchrennen. Kann ich das nicht nehmen? Ich müsste die kaufen. Nee. Hier reicht es normalerweise einfach lang. Kacke. Okay, hier muss ich. Hier muss ich es öffnen. Ja, okay. Nicht schwer eigentlich. Weil die Tür hier ist natürlich auch schon wieder offen.
einfach keine Gegner hier. Ich bin jetzt schon bei Muffet. Hi. Die Virus-Zeit. Ist der Human? Ist das derselbe Text? Ja. Selber Text. Ah, nee, nicht ganz. I heard that they had everybody. Ja? Ich hasse jeden, deswegen bin ich da jeden um. Kann ich mal schneller laufen? Da ist der Mittelpunkt. Ja, du hast gehört, du hast gehört, du hast gehört. What a shame, a human comes through and they aren't even fit to be eaten. Oh well, rotten ingredients can be discarded. Oh nein, Muffet. Stirb, diese kleine Spinne. Macht nichts. Ah doch, jetzt holt sie eine Blume. Oh Mann. Oh, 300 Erfahrung. Jetzt steht mir keiner mehr im Weg. Undertale the Musical steht hier sogar wieder, aber hier ist nix Musical. Gibt's hier irgendwas? Vielleicht ein Encounter? Das Grinden werde ich rauscutten, das weiß ich jetzt schon. War hier oben. Oh, der Weg weiter, dann war da nur ein Aufzug, oder? Hier hat man vorher ja auch Sans angetroffen, aber jetzt natürlich nicht. Hier drüben. Niemand ist da. Ah, schade, ich hab keinen. Wow, 5 Gold. Ich muss allgemein mal meinen Trash an Items loswerden. Und zwar, der Trash ist... Nur fürs für die allernächste Zeit behalte ich die Snowman Pieces noch. Und den Mystery Key köpft man sich ja schon ein. Ich denke, das mache ich, wenn ich irgendwie in der letzten Folge. So, gleich eine neue Waffe. Die Pfanne kann gleich wieder gedroppt werden. Und der Cowboy Hat Use, der erhöht ja auch noch einen Angriffsstand da. Und das ist steinaltes Ding, auch weg damit. Was steht auf dem Zettel? Ja, ja, ich soll da oben rechts lang gehen. War ich ja schon. Dann brauche ich noch das hier für die perfekte Ausrüstung. Den Key lege ich mal weg. Thank you.
Burger Pets ist sogar da. Er fragt sich, warum er immer die Freaks kriegt. Oh Mann, man hat nur eins davon frei. Ich baue mir schon mal das Item-technisch Bestmögliche auf. Ja, das heißt, das, was ich gerade habe, in den Snowman Pieces sind besser als Legendary Heroes. 40 gegen 45. Ich denke mal, hier ist nirgends was drin. Ja, ich weiß nicht, ob der Core 1 zählt, das muss ich mal gucken. Oder ob der in dem Fall einfach nur zu Hotland reinzählt. Encounter bitte. Hier ist nix los. Ich hab das Gefühl, im Kino-Zeit denken sich alle Gegner, boah nee, da geh ich nicht. In der bringt mich um. Ja, wow, ich muss euch finden und umbringen. Sonst ist es kein Kino. My, you finally arrived. After our first meeting, I realized something ghastly. Ghastly? Das ist doch der englische Name für Nebula. Haha. You are not just a free to monsters, but humanity as well. Ja, ich gefällt nicht nur Monster, sondern auch Menschen. Oh my, that's an issue. You see, I can't be a star without an audience. Ja, ich kann ohne Publikum kein Star sein. And besides, there are some people I want to protect. Du willst ihn beschützen, ne? Ahaha, Ija as always, Aber ich sollte es nicht so laut beschreien. But don't touch that dial. There's something you haven't accounted for. Any true fan would know, I was first created as a human eradication robot. It was only after becoming a star that I was given a more photogenic body.
However, those original functions have never been fully released. Come any closer and I'll be forced to show you my true form. Ja, Metaton hat noch eine Form, die nicht sein normaler Körper ist. Den wir schon auf dem Pacific Run kennen. Ready, it's showtime. Leute, Andein hat Metaton Neo mit 4.0. Der Zerstörer mit dem krassen Kauf. 90 neu. Dr. Apple ist das Gefühl. Es geht ab. Tja, das war kein schwerer Kampf. Lol. Wer hat mir jetzt geglaubt, dass das schwer wird? Guess you don't wanna join my family. Oh. Das finde ich ein bisschen lächerlich, dass der so eine überkrasse Spezialform hat und dann trotzdem One-Hit-Encounter ist. Okay, aber noch einen Undyne will ich nicht. Und schon gar nicht bei den Typen, dessen Attacken ich nicht kann. Leider ich das Let's Play auch. Leider ich keinen Genocide Run mit geben würde. Und hier endet diese Folge. Egal. Hier endet diese Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Keine Gegend. Was? Als ob der mich jetzt ernsthaft noch auf Level 19 gebracht hat, der Typ. Dann ciao.